Willkommen zurück zu 99 Damage und dem Face It Major Offline Qualifier. Das Asia Minor, auch auf Deutsch genannt. Renegades im Lower Bracket, wenn sie das Spiel verlieren sollten. Das heißt, die nächsten beiden Maps, dann sind sie raus. Sie haben aber das 2 gewonnen. Das wird im oberen Display noch geupdatet. Und jetzt ihr eigener Map-Pick, Cash, den sie vor nicht so langer Zeit gegen Boot 16 zu 8 gewonnen haben. Sie versuchen durch die Smokes ein paar Hits zu setzen. Das gelingt ihnen alles nicht. Und jetzt müssen sie retaken gegen 5 Ts, die das mit allen Mitteln versuchen zu verhindern. Die Decoy gehört nicht zu diesen Mitteln, sondern eher die Glocks und ihr Aim. Bobosaur steht am Spot noch. Er ist derjenige, der hängen gelassen ist. Aber wenn er einen Kill macht, ist das natürlich ein super schöner Bonus. Das passiert nicht. Benkai muss aufpassen, dass er nicht umlaufen wird. Oh, oh, Nifty versucht einfach zu defusen. Oh mein Gott, Nifty! Willst du mich verarschen? Nifty! Du alter, kalter Dreckshund! Der gewinnt die Runde vor den Augen von Boot. Die absolut kopflos, ahnungslos, verwirrt und chaotisch über den Spot gerannt sind, nachdem Nifty angefangen hat zu defusen, haben sie irgendwie komplett aus den Augen verloren, dass da jemand auch mit dem Knife dann durch die Smoke gehen sollte oder weiter mit der Piste reinschießen sollte oder was weiß ich. Mann, Nifty! Alte Ratte. Da merkt man, dass Boot auf jeden Fall noch mehr Erfahrung braucht. Achso, oh, Elvis wurde getimed, ja. No hate, Elvis. Das war wegen dem Link natürlich nur. Mann, oh Mann. Weißt du, musst auch erstmal CT so krass sein und sagen, Leute, wir gewinnen das eh nicht, wenn ihr die jetzt versuchen zu killen. Ich gehe jetzt hin und defuse. Das ist ja eigentlich schon fast ein Disrespect an deine Teammates. Gleichzeitig denken die sich dann wahrscheinlich, ja gut, wenn du uns nicht helfen willst, dann können wir ja gar nicht gewinnen. Aber der Diffusende ist dann der Lachende. Also, holy shit. Das war eine besondere Runde. Renegades verlieren ein paar Leute. Sie haben jetzt die MP9 drin gelassen. Farmers noch dabei. Und gehen aggressiv in die Mitte. Ja, Jakim ballert mal ein bisschen rein. Jetzt wird abgeaimt, sehr ordentlich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die asiatische Szene nicht mehr ganz so innovativ ist wie früher, indem sie wirklich jeden Schwachsinn ausprobiert haben. JKS wird gleich gekillt. Benkai hat Bock auf mehr. Azar auch. Uah, schade, der Spray ging nur in die Fußspitzen von Splashski. Und Bobo spielt jetzt eine Ein-Mann-Armee für Boot. Der Stand-In wird losgelassen, locker gelassen, von alleine gelassen und darf machen, was er will. Er hat jetzt auch laut gesteppt. Zu schießen wäre jetzt noch besser, aber die Steps seiner Teammates wurden eh schon auf dem A-Spot gehört. Nifty killt jetzt auch noch Bobo. Bombe noch nicht auf dem Spot. Ja, Jakim rotiert aber weg. Also ist die Runde erstmal unter Dach und Fach. Boot wird auf jeden Fall legen können. Ja, und auch Nifty geht schon weg. Ja, also sie sind nicht mehr so krass innovativ, wie sie früher mal waren, die asiatische Szene. Aber dafür haben sie sich darauf konzentriert, das zu machen, was schon seit Jahrmillionen in CSGO funktioniert. Nämlich die Basics zu beherrschen und sich richtig einzuprügeln. Sie checken sehr ordentlich die Ecken. Sie flashen ab, sie smoken ab, sie
Sie gehen vorsichtig an. Sie aimen lange. Sie sind geduldig, weitestgehend. Sie sind nicht ganz so intuitionsgetrieben. Sie improvisieren, glaube ich, auch nicht mehr ganz so häufig, sondern haben einen allgemeineren Plan vom Spiel, sozusagen. Die Grundsätze. Ich wollte vorhin eigentlich du Eiskalter sagen, aber dann wollte ich du alter Dreckshund und dann hat sich alles vermischt. Aber das war auch Buffer Overflow. Die Observer haben es auch nicht geschnallt, sonst hätten sie, glaube ich, auch zu ihm geschalten. Ah ja, das war auf jeden Fall schon mal ein kurioser Start zum Match. Jetzt hat Renegades auch noch 2 Kills gemacht. Das heißt, es könnte kurios weitergehen. Ezra hat auch noch die Bombe gesehen. Also wenn Boot Renegades noch mehr Geschenke macht, dann müssen sie aber versteuert werden. Das ist schon grenzwertig hier. Fast kriminell, was Boot an Renegades alles abtreten will. Banker geht jetzt in die Mitte. Wird auch gespottet, aber ja. Okay. Er kriegt einen Kill. Also muss die Arcana noch nachladen. Da wird er sich sehr gefreut haben darüber. Impression ist so krasses Aim auch. Diese Coolness. Wie hat das so schön gesagt? Der Ingame-Leader von Boot. Gibt einem Asiaten eine AK und der wird Köpfe kaputt machen damit. Das müsste Banker gewesen sein, wenn ich nicht falsch liege. Nee, Impression war das. Ziemlich sicher war es Impression. Die Longbones. Wer kennt sie nicht, gell? Uiuiui, oh, JKS. Boah! Okay, okay, JKS! Mit dem ACE. Ace von JKS. B-Go, No-Go. Ja, es war eine Eco, aber es war eine Full-Armored-Eco. Und die hatten alle CZs dabei. Die waren sicher nicht ungefährlich. Und gegen andere Teams ist das auf jeden Fall B-Plant. Also das war schon stark gespielt von JKS. Normalerweise Eco-Aces, wen juckt's? Aber wenn du so alleine auf dem Spot stehst, Respekt. Ustilo macht gleich weiter, da wo Renegades aufgehört hat. Nifty wählt die AWP. Und Boot hat wieder 5 AKs dabei. Benkai aimt erstmal nur ab und kriegt dafür von Nifty eine auf den Klöppel. Eieiei, das war... Ah, schon unglücklich. Wenn du so dann den ersten Kill einkassierst. Hatte Bobo gerade das falsche Magazin drin? Da waren die Platzpatronen geladen oder so. Wie konnte das... Hä? Wie konnte das auch keinen Schaden? Oder also... Da ging ja irgendwie alles durch die Box. Da ist der Lauf verbogen von der AK.
Impression und Tommy versuchen es noch zu zweit. 45 Sekunden auf der Uhr. Es ist nur einer der CTs an A. Es ist AZR. Aber die Support-Flash von Ustilo. Genau im richtigen Moment. Bam. Also dafür kriegt Ustilo nichts. Ja, okay, mittlerweile kann halt ltv.org auch die Flashes tracken. Das ist auch ganz gut so. Aber... ja, dieser Opening Kill ist halt schon für Boot. Aber... die Flash erlaubt AZR dann eben die zwei Kills zu machen. Ja, Boot hat sich echt stark gezeigt heute. Auch geile Haare von Tommy. Also die Farbe und wie geil sie durch sein Headset auch nach oben gebogen werden. Das ist ihnen nicht gerecht. 6-1, es schaut wieder nach einer 10-zu-X-Führung für Renegades aus in der zweiten Halbzeit. Und Boot hat schon gesagt... sie finden sich auf der CT-Seite von Cash mit Standing nicht so gut. Haben schon gesagt, das fällt uns schwer da. Ja, und da sieht man, was so ein billiger Force-Buy mal so machen kann. Der Mitte-Highway-R-Spot-Train sammelt 3 Kills ein. Nifty nur noch 23 HP. Jacob muss also jetzt carryen. Er kommt von der Main, dass sie das noch nicht abchecken. Wann realisieren sie, dass Renegades schon so lange wartet, dass jemand aus der Main kommen muss? Die Nate muss er noch loslassen. Oh, der Double Kill von Jakim! Und dann tradet der Nifty. Ah. Ich habe gesagt, das wird Boot gerade nicht gerecht. Das wird ihnen echt nicht gerecht. Die spielen besser, als sie gerade spielen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Die Akada hochplatzt. Piu! Brazil never forget. Signature hat leider kein Visum bekommen. Deswegen wurde ein Last Chance Spiel ausgetragen zwischen Boot und wie hießen sie? Destiny oder die Devious, nicht Destiny, Devious. Und die hat Boot 2-0 besiegt. Die waren eh bei Köln schon dabei. Die Leute, die Jungs von Boot. Und dann sind sie nach London gekommen. Außerdem Five Power, die 3 Stand-ins dabei haben. Obwohl das technisch gar nicht möglich ist. Denn Teams, die nicht mehr aus ihrem Core bestehen, verlieren ihren Spot. Nicht bei Five Power anscheinend. Hat Valve da 3 Augen zugedrückt. Normalerweise machen sie nicht mal ein halbes zu. Außer wenn es um ihre eigenen Fehler geht, dann haben sie gar keine Augen. Ja, aber das bringt KZ, Moxie und QKA in die gute Position, sich auf einem Miner zu präsentieren. Gut, jetzt mit dem Argo-Versuch. Nifty killt 4 Jungs. 2 davon gerade im letzten Push. Molotov jagt Splashke in die Hände von J-Cam. Der kontrolliert das One-on-One vom Start bis zum Finish. Und Renegades holt sich ihre 8. Runde. Boots ist mehr oder weniger chancenlos. Wenigstens kommen sie jetzt in die Clutches. Das war auf das 2 noch dominanter von Renegades. Da sehen wir schon den ersten. Dann wechselt er auf die AK, geht auf die nächste Position. 3 schnell down gesprayt. Nifty ist wieder da, wo er sein sollte. Und da, wo ihn Renegades auch braucht.
Wenn Renegades gut spielt, gegen Top-Teams spielen soll, dann müssen natürlich die Leistungsträger funktionieren. Du kannst ein Team nicht auf Leistungsträgern aufbauen und dann in den wichtigen Spielen sagen, ja, da müssen die gar nicht gut sein. Das ist ja in jedem Sport so. Wenn du ein Team hast und du hast ganz klar einen sehr guten Spieler, dann wirst du deine Mannschaft darauf auch ausrichten, diesen guten Spieler in egal welcher Art und Weise zu unterstützen und noch besser werden zu lassen oder die Möglichkeiten für ihn gut spielen zu können, zu erhöhen. Und so, dass er praktisch immer seine Normalform abrufen kann und die ist aber so gut, dass alles zu spät ist. Und das ist bei Renegades ganz klar Nifty und JKS, die da wichtige Aufgaben erfüllen müssen. JKM, AZR und Ustilo sind selbstverständlich auch nicht zu unterschätzen, aber da stelle ich JKS und Nifty schon etwas über die anderen. Auch weil sie jünger sind, auch weil sie dadurch mehr Wachstumspotenzial noch haben. Jetzt Benkai gegen JKM, gleichzeitig fällt Azer. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn immer anders nenne. Azer am Highway down. Ustilo steht aber noch im A-Spot. Oh, der ist aber aggressiv. Jetzt wird er umlaufen. Der hört's. Benkai ist immer noch in der Mitte. Ustilo kann halt jetzt irgendwann noch nichts mehr machen. Also, wenn er umzingelt ist, dann ist er irgendwann umzingelt. Kann er nicht sich in 360 Grad im Kreis drehen. Und Boot zeigt, dass sie zumindest immer noch gefährlich sein können. Benkai da, 4 Kills in der Runde. Individuell können die auf jeden Fall mithalten. Ustilo. Er wird schnell getradet. Azer steht noch am Spot, aber er overpeakt gegen Impression. 3 gegen 2 dank JKM. Die sind auch beide schon, also alle drei besser gesagt, rotiert. Und da kommt Impression nicht mehr bis zum Spot. Natürlich hat Boot in dieser Runde auch wenig Equipment dabei gehabt. Renegades lässt mal eine Runde durch. Dann sind sie aber gleich wieder dabei. Ähnlich wie auf das 2. Da ist Azer sogar runtergefallen dann. Bei der ESL-1 war das Turnier für Renegades eher enttäuschend. Die haben sich sicher mehr Chancen ausgerechnet. Wir hatten ja vor allem zwei Underdog-Teams, die es extrem weit geschafft haben. Enz und Big waren da die Aushängeschilder. Und natürlich Big im Finale. Und sich auch dort nicht unter Wert verkauft. Oh, und ich sag vorhin noch, die haben sich auf die Basics besonnen und checken jetzt alle Ecken. Da haben sie Main einmal nicht gecheckt und Ustilo killt gleich mal 4 Leute. Jetzt baut das Ganze aber auch auf einigen Einzelaktionen auf. Aber hey, wenn du A angreifst und dein A-Spieler macht halt 4 Kills, ist das zwar eine Einzelleistung, aber wenn du so A angreifst, dann ist der 4K schon fast ein Must-Have. Also wenn Ustilo da nicht mindestens 3 Kills macht, dann hätte er ja praktisch einen Fehler gemacht, fast schon. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Dann hätte er eine super Situation nicht ideal ausgenutzt, um es sehr es ist schon ein langer Tag jetzt. Um es sehr
kann mir bitte einer kurz helfen? Ich muss mal in den Chat schauen, sonst könnt ihr mir gar nicht helfen. Verdammte Axt. Nein, es ist dieses eine Wort. Egal, ich gebe auf. Ich kann nicht aufgeben. Mir ist schon lange nicht mehr zu helfen. Nein, nee. Hä? Wie hat denn Jake in seine Tastatur? Die steht ja schräg auf dem Bildschirmfuß. Perfekter Themawechsel, oder? Nein, es ging nicht um Synonyme, es ging um das Wort an sich, das mir einfach nicht eingefallen ist. Jetzt mittlerweile habe ich auch komplett vergessen, was ich sagen wollte. Deswegen ist es auch vollkommen egal. Es ging irgendwas um Ustilo und der hat dann Triple Kill gemacht und es wäre diplomatisch! Danke, Schnalle, mein Gott! Oh, vielen, vielen Dank. Um es diplomatisch auszudrücken. Nifty und Ustilo helfen sich da gegenseitig schön unter die Arme. Sie greifen sich da unter die Arme. Jetzt komme ich langsam wieder in die Spur. 12 zu 2, also für Renegades. Ihr seid echt so ein bisschen wie Günther Jauch. Der wartet erst, fragt so, ja, überlegen Sie noch mal ein bisschen. Und dann, wenn es zu spät ist, sagt er dir die Antwort. Nein, danke. Diplomatisch, das hätte mich den ganzen Tag genervt, wenn es jetzt niemand geschrieben hätte. Und wir haben JKS an der AWP und der ist nicht alleine. Nifty ist nämlich... Sein Partner in Crime, J-Cam, pusht aus dem Baseboard raus. Jetzt geht's ihnen aber auch viel leichter von der Hand als vorhin. Da haben sie, ich weiß nicht, was sie in der Pause gemacht haben, aber sie haben sich vielleicht nochmal eine Demo angeschaut von irgendeinem Spiel, in dem jeder gut war. Und dann hat jeder gemerkt, hey, ich bin da eigentlich voll krass. Ich brauche gar keine Angst haben, wenn ich pieken gehe. Und tatsächlich steht Jakims Tastatur schief. Das ist keine optische Verzerrung. Oh, interessant. Auch die von Splashski steht leicht schief, aber nur auf dem Fuß des Bildschirms. Das passt. Oh, Bobo. Da denke ich immer, komm schon. Das wäre so geil, wenn er jetzt drei Klicks macht. Aber leider geht da nicht viel rein für Boot. Auch Tommy. Dann überrannt. Die Bombe kommt auch noch auf den Spot. Nifty hat so eine 10 HP. Aber Impression lebt ja noch. Der hat vorhin gesagt, Cash-CT-Seite ist für sie mit Stand-In eine super schwere Map. Und naja, er wird es da auch nicht mehr versuchen. Boot verliert also die Pist-Round und Renegades ist nur noch zwei Runden von der... Qualifikation zu den Playoffs des Asia Minors entfernt. Und ja klar, dass man sie so schief hat schon, aber die wenigsten Spieler haben es gern, dass die Tastatur auf dem Fuß des Bildschirms steht. Das ist etwas ganz, ganz Interessantes.
Also ich kann das auch nicht haben, wenn meine Tastatur nicht eben ist. Die muss absolut austariert sein. Surfermob, ich hoffe, du bist so gut, dass du nie raged oder nimmst dich nicht so ernst wie andere Spieler und raged einfach nie. Boot hat sich jetzt aufgeteilt in 2-1-2. Problematisch ist daran natürlich, dass sie wahrscheinlich in der Unterzahl landen werden. Auch in der Unterzahl-Retake-Situation die Runde dann aufgeben müssen. Mit Glück können sie gerade so noch den richtigen Spot stacken. Ah, da war Splashki auch sehr optimistisch, was seine Deagle-Shots anging. Ja, Boot hat ja letzte Woche bei der ESL1 Cologne mitgemacht und war deswegen in der Nähe. Und jetzt geht Ezzer durch die Mitte zum A-Spot. Impression an der P250, leider aber auch zwischen den beiden Ts. Weißt, wenn er da Ustilo zuerst sieht, dann hat er da eine Chance im 1-on-1. So hat er ein 1-on-2 gehabt gegen automatische Waffen. Das gewinnst du mit der P250 einfach nicht. Jakim reagiert auch schnell genug gegen Benkai. Und Bobo, der einzige, der Stand-in von Boot. Das kommt ja noch dazu, dann durfte Winter nicht mit. Das ist doch auch kacke, oder? Du bist da in Köln zusammen mit deinen Teammates, competest da, machst Erfahrungen, lernst dich besser kennen. Und dann spielst du um die Möglichkeit, zum Major zu fahren. Und du musst zu Hause bleiben, deine Teammates fahren dahin und du kannst ihnen nicht helfen. Renegades mit 13 Matchpoints gegen Boot. Und Tommy hat was dagegen, dass es jetzt schon zu Ende ist. Der will noch etwas spielen. Gib ihm noch etwas Zeit. AK für Tommy. Bobo wird von Jakim zum Babo. 17 HP für Jakim. Also Bobo hat schon gut genug Schaden gemacht, aber die Arbeit ist noch nicht vollendet. Da muss jetzt noch jemand nachlangen. Tommy ist jetzt alleine mit der AK am A-Spot und es schaut ganz danach aus, als würde Renegades gleich B angreifen. Wenigstens sind zwei Spieler am B-Spot. Splashki mit der Diege und wir haben Benkai an der CZ dort. Nifty fake jetzt sogar noch. Aber Tommy killt Nifty. Das ist eine zusätzliche Waffe für die CTs. Bloß, dass sie jetzt auch noch Splashki rüber verschoben haben. Das heißt, Benkai steht alleine am B-Spot. Er hat kein Equipment, um sie aufzuhalten. Außer der CZ. Da kommt der Headshot gegen Jakim. JKS tradet aber zweifach rein und das erhöht auch die Distanz des nächsten CTs zum Spot. Deswegen braucht Boot noch länger zum Rotieren. Impression und Tommy kommen jetzt aber beide mit einer AK von hinten und von vorne. Impression hat sogar noch eine Flash, die setzen sie sofort ein. JKS wartet für seinen Spray. Tommy revanchiert sich aber. Ezzer steht im Spot und Tommy überlebt das mit 3 HP. Der 10 Sekunden Defuse dauert zwar noch, aber das Wichtige ist, Boot gewinnt die Runde. Wow! Tommy mit dem 1-on-1-Sieg. JKS saustark, Double Kill da durch die Smoke teilweise auch gemacht in den Heaven rein. Und es reicht trotzdem nicht. Hat ein Quäntchen gefehlt. Winter ist Kasache, das reicht für Engländer. Kein einziger thailändischer Teilnehmer durfte einreisen. Kein einziger thailändischer Teilnehmer.
Bei Five Power wurde ein Thailänder abgewiesen und zwei Kasachen. Bei Boot wurde ein Kasache abgewiesen. Ein komplettes thailändisches Land wurde abgewiesen. Thailändisches Team wurde abgewiesen. Nämlich Signature. Deswegen ist Boot ja auch erst dabei. Aber auch die nur mit Stand-In. Five Power hat drei Stand-Ins. Aber was und wie die Logik da ist, frag mich nicht. Aber ich sag da mal nichts dazu einfach. Das wird wahrscheinlich zu politisch. Aber wir sind alle Erdenbürger. Und ich finde nicht, dass man jemandem aufgrund seiner Herkunft das Recht verweisen sollte oder verwehren sollte, woanders hinzugehen auf dem Planeten. Ich sage auch nicht, nach Berlin kommen nur Brandenburger. Bayern lasse ich da nicht rein, weil die in Bayern geboren sind. Vielleicht verstehen es Leute, wenn man das auf ein regionaleres Konzept runterbricht. Weil die Leute, die gegen sowas sind, sind meistens ja nicht die hellsten Pflanzen. Und da muss man vielleicht einmal mit der UV-Lampe reinleuchten, dass da mal was funktioniert. 2 gegen 2. Boot hat das 2 gegen 3 gerade wieder abgegeben. Impression mit 50 HP an der UMP geht schon down. JKS. Oh, der Anschluss von Splashki. Da killt er auch noch JKS. Jetzt der Molotow in die Ecke. Nifty hat 22 HP. Oh, Splashki! Willst du mich verarschen? Was sind das für Klatsches von Boot? Die spielen seit 3 Stunden, als wären sie gerade aus dem Eisfach gekrochen und nicht gerade ganz wach geworden. Und plötzlich... Ach ja, mit 16 Runden hat unser Gegner gewonnen. Hey Jungs, habt ihr noch ein bisschen Bock? Dann gewinne ich den Klatsch jetzt. Oh, und dann aber 2 in Folge. Wow. Und jetzt haben wir eine Eco-Runde bei Renegades. Ja, die Sache ist sie, wenn du... Du kannst, es gibt kaum einen Veranstaltungsort, in dem du keine Visa-Probleme hast. Zum Beispiel für einen CIS-Minor könnte man meinen, dass Russland gut wäre. Aber Russland lässt auch manche Nationen nicht so gerne rein. Zum Beispiel Ukrainer oder Weißrussen und so, habe ich gehört, gibt es ab und zu mal Probleme mit Russland. Oder Letten, glaube ich auch. Dann hast du das natürlich gegenseitig bei anderen Ländern in diesem Bereich auch. Dass die dann vielleicht mal einen Russen nicht reinlassen und so. In Asien ist es genauso, dass wahrscheinlich Indien jetzt den Chinesen nicht reinlässt und so und sowas. Oder den Thailändern. Es ist halt alles sehr politisch mit dem Visum und dass wir zwar als Sport weitestgehend anerkannt sind, aber auch Normalsportler damit Probleme haben, ist eben immer noch so. Das wird auch noch dauern, bis sich das löst, bis sich das verändert. Ich kann mir vorstellen, dass die Briten Thailänder gerade nicht einreisen lassen, weil die politische Situation in Thailand ja gerade etwas shaky ist. Immer noch, seit jetzt 2-3 Jahren, glaube ich. Oder sogar länger. Und sie dann vielleicht Angst haben, dass derjenige nicht mehr ausreist. Und dann sind wir halt genau da. Dass das nicht sehr logisch ist. Waffenrunde für Renegades mit dem Argo gegen Tommy vornehmlich. Ja, da nagelt der Ezra auch noch an die Wand. Er pusht durch die Smoke auf die andere Seite. Super Runde von Tommy. Splash geht noch mit 2 dran beteiligt, aber Tommy hat da gerödelt im Spot, dass alles zu spät ist.
Ich glaube, Deutschland ist visumtechnisch sogar relativ okay. Aber ich weiß auch nicht, ob wir Thailänder reinlassen würden. Eben wegen der instabilen regionalen politischen Lage. Aber dann würde ich einfach sagen, okay, das ist jetzt kein Otto-Normal-Thailänder, der da ankommt, sondern der ist nur wegen dem Sport da, wie vorhin gesagt wurde. Er hat ja Faceit eigentlich als Voucher. Die können ja dafür auch sagen, hey, der macht da was. Und der abandont doch nicht seine Familie dann. Also das ist ja echt ziemlich out of world. Aber out of world ist auch Ezza und JKS, die aus dieser Runde mit den CZs plötzlich was gebaut haben, was aussieht, als könnte Renegades aus dem Nichts dieses Match gewinnen. Ezza schießt mit der Ave nochmal eine Impression vorbei, aber da ist JKS und der wallbangt ihn zu Tode. Renegades gewinnen 2:0. JKM schaut eher erleichtert und ein bisschen, ach komm, das wäre noch einfacher gegangen aus. Ja, ja, da sieht man das Lachen von JKM. Und Nifty schaut einfach aus wie ein alter Dalton. Nifty ist so ein Renegade, der passt da so rein. Er schaut so verschmitzt aus. Kennt ihr noch, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber kennt ihr noch Isno gut? Der sah auch immer so verschmitzt aus. Finde ich bei Nifty voll geil, wenn er aufsteht und lacht. Und da freuen sie sich natürlich, dass sie jetzt auch noch so eindeutig gewonnen haben. Ich habe vorhin ja gesagt, Renegades verliert gegen Scars Absolute. Und sie haben Absolute gegen die verloren. Es waren 16-14, was knapper war, als das Match dann eigentlich ausgesehen hat. Denn eigentlich war das schon gut von Scars gespielt. Und dann zweifeln die an sich selbst. Ich hatte Angst, dass Renegades jetzt sehr verhalten aus der Kabine kommt. Dass sie Angst haben, davor zu verlieren. Und ihr kennt den Spruch sicher, wir haben nicht gespielt, um zu gewinnen, sondern wir haben gespielt, um nicht zu verlieren. Und davor hatte ich am meisten Angst. Jetzt schauen wir mal bei Freya ins Interview. Ready to play the next stage, get a day off, kind of just regather and get ourselves together. So Stillo, you were the clear favourites coming into this. Did this give you confidence coming into this match? I mean, not really. I mean, we were just playing our game. I mean, we know we're better than all these teams, so we had a little bump in the road against the Japanese team, but I think we just rebounded pretty well, so yeah. So going back to Dust 2, which was Boots' pick, you guys won pretty convincingly. What was the team's focus here? We just had to make a couple little adjustments towards mid and B on our CT side that we had against Scar. So once we fixed those, we felt pretty confident on both sides of the map, just ready to dominate them. So I briefly spoke to Impression earlier after their win, and they mentioned their style of Asian CS, which was super aggressive. How did you guys counter this? Well, I mean, we kind of expect that. I don't know. We've played like these teams quite a bit, like especially teams like Tai Lu and stuff. So, yeah, I don't know. It's just something that they do. So coming into your map pick, Yusilo, Cash, what did you guys focus in on here to get the win? We mostly just focused on their like explodes because we know they explode a lot, just out A main, out B. So basically, we just had a few setups through their like explodes, which we like shut down every single time. So yeah. It's pretty easy. So you guys were actually pretty aggressive as CTs. You're pushing into A main, which managed to get you quite a few crucial round-winning kills. Was it that confidence coming in from a first win on the map that enabled you to do this? Yeah, I mean, maybe a little bit, but also just knowing what we wanted to do on Cash. So I think at the same time, it's also just kind of wanting to get the game over with. So. And just before we head back to the desk, is there anything you'd like to say to the fans at home? I mean, thanks everybody for supporting and watching. We hope to see more of your tweets and stuff like that. All the nice words as always helps, so we hope to make it to the next stage for you guys. Thank you both and congratulations on your win. We're going to head back over to the analyst desk. Das heißt, liebe Freya gibt eigentlich an die Highlights ab. Und da sehen wir JKS Ace nochmal. Renegades hat sich da auf Boot auch gut eingestellt, mental vor allem auch auf die explosiven Goes vorbereitet, die sie gut countern konnten mit Setups, die dafür zurechtgeschneidert sind mit Anti-Smokes, Anti-Flashes und so weiter. Auch mit den Tandems in den Spots, dass sie darauf vorbereitet sind, dass sowas eben passiert.
Und dann kann man den Style ganz gut countern. Und nachdem Renegades ja öfter in Qualifiern auch gegen asiatische Teams ran muss, sind sie auch den generellen asiatischen Stil gewohnt, der etwas aggressiver zugeht. Auf der T-Seite sind sie extrem, extrem selbstbewusst. Also asiatische Teams treffen, das ist ein Meme irgendwie, dass Asiaten eben so krass minutiös genau sein können, aber sie treffen einfach verdammt gut. Und das hat Impression selbst auch gesagt im Interview, gibt einem Asiaten eine AK auf der T-Seite und der klickt sich durch. Genau davor muss man Angst haben, aber wenn man sich auf die Aggression, die daraus folgt, dass sie so gut klicken können, dass man sich darauf vorbereiten kann, ist klar. Und das hat Renegades sehr gut gemacht. Damit haben wir unsere ersten beiden Playoff-Teilnehmer des Asia Minors. Und da entführe ich euch nochmal auf die Webseite, damit wir das zusammen anschauen können. Die Renegades sind ja nicht das einzige Team, denn da sind wir noch in dem alten Match. Scars Absolute hat Fallen es schon geschafft, sich zu den Playoffs zu qualifizieren. Und die Top 2 Teams des gesamten Minors fahren zum Major Offline Qualifier, der ja jetzt auch offiziell zum Major gehört und New Challenger Stage heißt. Da treffen sich 2 Teams aus den Minors jeweils und 8 Teams aus dem letzten Major, die in der Gruppenphase eben es nicht geschafft haben, durchzukommen. Und da sind dann Teams wie NIP, Big dabei und auch Virtus Pro ist da zum Beispiel in der New Challenger Stage vertreten. Aus dem amerikanischen Minor haben wir schon Rogue und Complexity. Aus dem CIS Minor haben wir Spirit und Hellraisers. Und aus dem asiatischen Minor kommen dann eben noch 2 Teams oben drauf. Und aus dem EU Minor selbstverständlich auch, das findet nächste Woche statt. Naja, nee, nicht nächste Woche. Diese Woche fängt schon an. Am Donnerstag mit Optik, 3D Max, Ends, Left Out und Sprouts mit King Green, NIP und Red Reserve. Die Jungs von, sie haben ja gewechselt. Egal wie sie früher hießen, die Jungs von Twist und Disco Doppeln. Genau, das heißt, wir haben Scars Absolute und Renegades in den Playoffs des Asia Minors. Morgen geht es weiter um 9 Uhr in der Früh mit Tailu gegen 5power. 5power ist da der klare Underdog, vor allem weil sie mit 3 Stand-ins antreten, mit Moxie, QKA und mit Kaze. Das sind alles sehr gute individuelle Spieler, also Kaze ist extrem krass, Moxie ist auch ziemlich gut. Das heißt, sie könnten theoretisch schon mithalten, aber Tailu ist ein eingespieltes Team mittlerweile und Hansel Ferdinand, unser Bentit, der könnte alleine ganze Top-Teams zerlegen. Also mache ich mir keine Sorgen um Tailus Qualifikation zu den Playoffs. Tainted gegen Unique Stars wird ganz interessant, denn da haben wir die Unique Stars mit einem israelischen Line-Up, das ich nicht gesehen habe, noch nie. Also bin ich auch darauf gespannt. Und bei Tainted Minds, alte Gesichter wie Yam und Susie sind da mit am Start und könnten eventuell auch zum Major Offline Qualifier vorrücken. Ich bin also auf morgen gespannt. Ihr seid hoffentlich auch super gespannt und hoffentlich sind wir auch alle entspannt. Denn jetzt geht's in den Feierabend, zumindest für mich. Ich danke euch fürs Zuschauen, für die ganzen Follower auf Twitter, für die Subscriber, die während der Übertragung bei 99 Damage gesubbt haben oder auch bei mir auf dem Twitch-Kanal vorbeigeschaut haben. Vielen, 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 vielen Dank. Und wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder. Ich muss euch jedem einzelnen Shoutout geben, denn ihr seid absolute Hardcore-CSler. Richtig geil, dass ihr euch das asiatische Minor auch gebt und so interessiert an der Szene seid, dass ihr die anderen Talente auch kennenlernen wollt, damit ihr später mitreden könnt, wenn es heißt, ah, so ein No-Name, wo kommt der denn her, wenn Bentit bei FaZe spielt und alle sagen, der ist niemals so gut wie Nico. Und ihr sitzt dann da und sagt, nee, ich weiß noch genau, wie der im Asia Minor 2018, als der Boo gecastet hat bei 99 Damage, 40 Bomben gegen alle Teams gedroppt hat. Und dann seid ihr die Bosse. Also vielen Dank.
ohne Scheiß, das ist echt krass, dass ihr so viel CS mit mir zusammenschaut. Ich find's hammergeil. Ich denke, Venom und Jitko fanden es letzte Woche genauso geil, dass wir das russische Turnier zusammen so gut über die Runden gebracht haben und auch so viele Zuschauer hatten. Also danke nochmal. Und jetzt lasse ich euch in den Feierabend. Es ist 18:13 Uhr Ortszeit und ab in die Sonne. Ciao.